Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Wenn das Wort Energiewende fällt, kommen einem zuerst einmal Dinge wie Stromkosten, Atomausstieg, Solaranlagen oder Windkrafträder in den Sinn. Aber um unserem Planeten eine reelle Chance zur Regeneration zu geben, reicht es nicht aus, dass einige wenige Menschen einen herbeigeredeten Klimawandel bekämpfen, während andere Mutter Erde weiterhin ausbeuten und mutwillig zerstören. Herbeigeredeter Klimawandel nicht, weil ich bezweifle, dass die Natur verrückt spielt oder es immer heißer wird. Auch bei den Folgen, die ein Klimawandel mit sich bringt, können die Augen nicht verschlossen werden. Hochwasser ist Hochwasser. Aber an den vermeintlichen Ursachen, die Politiker, Experten und Medien der Menschheit unterjubeln wollen, darf doch sehr stark gezweifelt werden. Wer dieses Problem als Mensch betrachtet und eben nicht als dieser Politiker, Experte, Wirtschaftsboss, Geschäftsmann oder Aktionär, stellt schnell fest, dass genau das Gegenteil von der Bevölkerung verlangt wird, als das, was zu tun wäre. Um es etwas deutlicher zu sagen, diejenigen, die angeblich so eifrig auf der Suche nach Lösungen sind, denen haben wir doch diese Scheiße zu verdanken. Nicht nur wegen ihren scheinheiligen Abkommen oder Verträgen, sondern wegen ihrem Verhalten. Global, 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 global. Unsere Märkte, Wachstum, Globalisierung, Wachstum, auch globales Wachstum. Unsere Märkte, global, Wachstum, Globalisierung, unsere Märkte, auch globales Wachstum. Unsere Märkte, Wachstum, global, 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 global. Die ersten Vorboten der kleinen Globalisierung bekam ich persönlich Mitte der 70er im Kindergartenalter zu spüren. Damals natürlich völlig unbewusst, aber dennoch als Beispiel für das heutige Weltbild sehr gut geeignet. In einem 2000 Seelendorf mit zwei Bäckereien und einer Metzgerei, Post und drei Tante Emma Läden aufgewachsen, war so ein kleines Lädchen genau auf der anderen Straßenseite vom Elternhaus. In jener Zeit war es kein Problem, Fußball, Federball oder Tennis auf der Straße zu spielen. Wenn überhaupt, kam alle halbe Stunde, Stunde mal ein Auto. Das wurde ja frühzeitig gewandt. Demnach war es auch kein Problem, lieber in den Laden zu marschieren und Süßigkeiten zu ergattern. Man kannte sich ja. Das Problem entstand erst, als dieses kleine Geschäft schloss und es nicht mehr so einfach war, an ein Eis zu kommen. Erklärt wurde es damals damit, dass ein großer Supermarkt in der Nähe eröffnete, bei dem man alles auf einen Schlag einkaufen kann. Es wäre eben praktisch und billiger. Was für mich die schmerzlich vermissten Bonbons waren, war bald dem Bäcker und Metzger auch zum Verhängnis geworden. Vielleicht fiel es dem Betrachter von außen noch gar nicht so auf. Wer so ein Geschäft auf dem Lande betrieb, hat in der Regel mit 50 oder 60 Jahren seine Schäfchen im Trocknen. Und es war kein großes Geldproblem vorhanden. Aus heutiger Sicht war das der Anfang vom Übel. Wer heutzutage mit seinem Auto auf dem Weg zum Supermarkt im Stau steht, weil die Infrastruktur mal wieder erneuert werden muss, hat sicher beim Blick auf das Nummernschild der beauftragten Baufirma schon einmal bemerkt, dass diese nur noch selten aus der Region kommen. Vetternwirtschaft ist dabei sicher ein Problem. Vetternwirtschaft, die es nur geben kann, weil es in Deutschland noch die alten Ausschreibungsbestimmungen gibt, weswegen unter anderem auch der Berliner Flughafen scheiterte. Aber beim genaueren Betrachten steckt viel mehr dahinter. Wenn von einem der großen Konzerne eine neue Filiale errichtet wird, werden diese zunächst einmal auf leerstehende Geschäftsräume zurückgreifen. Manchmal bauen sie aber auch neu. Dafür kann ein ganz einfacher Grund schon ausreichen. Nur damit der andere dort nicht hinbaut. Da
Dann gibt es noch Fälle, in denen direkt neben die Konkurrenz gebaut wird. Der Gebietsleiter, der für die Errichtung neuer Filialen verantwortlich ist, hat dabei seine Mannschaft schon unter Dach und Fach. Meist übernehmen das sogenannte Generalagenturen. Dort hat man vom Architekten über den Maurer, Zimmermann, Dachdecker bis hin zum Gärtner alles unter Anmut. Und diese festen Firmen reisen regionell von Bau zu Bau. Durch öffentliche Ausschreibungen kommen ortsansässige Firmen nur in kleinere Aufträge. Nicht selten suchen sich die Generalagenturen dafür kleine bis mittelständische Betriebe aus, die auf wackeligen Beinen stehen, diese dann nicht bezahlen und bankrott gehen lassen. Das spart Kosten. Aber nicht nur hier müssen Kosten gespart werden. Wenn die Hofeinfahrt gepflastert werden muss, wird man sich zunächst einmal Angebote einholen. Wenn diese dann alle verglichen sind und man zufällig einen Freund hat mit einer Pflasterfirma, sagt man zu dem, guck, dass du unter dieses Angebot kommst und der Auftrag ist dir. Bei öffentlichen Ausschreibungen sollte das nicht so sein. Fast überall auf der Welt ist es mittlerweile so, dass das höchste und tiefste Angebot automatisch wegfällt. Das macht natürlich auch nur Sinn, wenn vorher alles seriös über die Bühne ging. Aber egal, wie seriös oder nicht seriös gearbeitet oder beschissen wird, irgendwie müssen die Preise ja zustande kommen. Also wo kann man sparen? Um das billigste Angebot abgeben zu können, um damit den Auftrag zu erhalten, bleibt hier eigentlich nur am Material und an den Arbeitern zu sparen. Wenn ein Unternehmer an einer öffentlichen Ausschreibung Interesse hat, muss er eine Schutzgebühr bezahlen, um das Leistungsverzeichnis zu erhalten. Darin sind alle auszuführenden Arbeiten ganz genau aufgelistet. Genauso das Material, das nach DIN-Vorschriften ausgerechnet wurde. Und danach macht der Unternehmer sein Angebot. Wenn er nun plötzlich den Preis drücken muss, kann er altes, anderes, kaputtes oder gar kein Material einbauen. So spart er die Kosten. Klar, dass größere Unternehmen Mengenrabatt bei Stückzahl oder bei Gütern haben. Neben Schwarzarbeit, hauptsächlich bei mittelständigen Unternehmen, ist die Regel so, dass anstatt Fachkräfte viele Helfer eingestellt werden. So braucht man keinen Gesellen oder Meisterlohn zu zahlen und spart auf diese Weise Lohnkosten. Andere Methoden sind Billiglohn und Leiharbeitfirmen. Ob es nun am mangelnden Fachwissen oder am mangelnden Material fehlt, eines ist sicher, es geht auf Kosten der Qualität. Ob man es nun von der Seite des Auftraggebers oder Auftragnehmers sieht, von dem Preisdrücker oder dem Preisgedrückten, lässt sich so sicherlich auch manches erklären. Fakt ist, danach muss repariert werden. Dabei werden auch wieder nicht erneuerbare Ressourcen verschwendet. Material, Geld, ganz zu schweigen von den Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Nicht nur von den ortsansässigen Baufirmen, die es gut brauchen könnten. Wo keine ortsansässigen Arbeiter sind, gehen sie auch nicht in die Kneipe, nicht in den Dorfladen, nicht zum Bäcker, nicht zum Metzger. Und so schließt sich der Kreis und ich bin wieder am Anfang meiner Geschichte der kleinen Globalisierung. Die Rede ist hier von nicht mal 40 Jahren. Und weiß der Geier, was wir uns in 40 Jahren zurückwünschen. Dass es einmal Tante Emma-Läden gab, wird dann schon vergessen sein. Wie weit ist diese Geschichte von der großen Globalisierung entfernt? Wir erleben es jeden Tag. Setzen wir an die kleinen Betrügereien einen Fleischskandal? Und die Firma von außerhalb? Durch ein weltweites Verschiffen von Gütern haben wir die große Globalisierung. Aber das ist eine andere Geschichte.